Herzlich willkommen und Gottes Segen beim Hören dieser Folge von Max 15. Maximal 15 Minuten mit Gott. In dieser Folge geht es wieder um einen Bibeltext in Liedform. Der Text steht im Galaterbrief. Im Kern geht es um die Frage, ob sich Christen jüdischen Gebräuchen im speziellen Fall der Beschneidung unterziehen müssen. Es heißt in Galater 6, Vers 12, alle, die im Fleisch wohlangesehen sein wollen, nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lässt, nur damit sie nicht um des Kreuzes des Christus willen verfolgt werden. Das ist der Grund, warum der Galaterbrief geschrieben worden ist. Man kann dieses Problem auch auf heute übertragen. Heute würden die gleichen Menschen sagen, hört auf, Jesus als den einzigen Weg der Errettung zu verkündigen. Nennt ihn einen Weg zur Errettung. Heute ist dieser Standpunkt, nämlich Jesus als einzigen Weg der Erlösung anzuerkennen, auch verpönt. Und was ist mit den Buddhisten und mit denen und mit denen? Also nichts Neues unter der Sonne. Ich lese den Text im größeren Zusammenhang aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Es ist der Abschnitt Galater Kapitel 2, die Verse 11 bis 21. Als aber dann Kephas nach Antiochien kam, musste ich ihn öffentlich zur Rede stellen, weil er durch sein Verhalten im Unrecht war. Zunächst hatte er ohne Bedenken mit den nichtjüdischen Geschwistern zusammengegessen. Als dann aber einige Leute von Jakobus kamen, zog er sich aus Furcht vor diesen Verteidigern der Beschneidung von den gemeinsamen Mahlzeiten zurück. Und die anderen Juden in der Gemeinde hatten sich von seiner Heuchelei anstecken lassen. Selbst Barnabas ließ sich dazu hinreißen. Als ich merkte, dass sie nicht mehr den geraden Weg gingen, der zur Wahrheit des Evangeliums führt, sagte ich in aller Öffentlichkeit zu Kephas, wenn du als Jude wie ein Nichtjude lebst, warum zwingst du dann Nichtjuden, jüdisch zu leben? Natürlich sind wir von Geburt an Juden und keine nichtjüdischen Sünder. Trotzdem wissen wir, dass kein Mensch vor Gott bestehen kann, wenn er versucht, das Gesetz zu halten. Bestehen kann er nur durch den Glauben an Jesus Christus. Und darum haben wir an ihn geglaubt, um durch den Glauben vor Gott bestehen zu können und nicht durch Erfüllung des Gesetzes. Kein Mensch kann durch Befolgen des Gesetzes gerecht werden vor Gott. Wenn sich nun aber herausstellt, dass wir Sünder sind, wir, die durch Christus vor Gott als gerecht bestehen wollen, ist dann vielleicht Christus ein Diener der Sünde geworden? Das ist völlig ausgeschlossen. Ich würde vielmehr selbst zum Gesetzesbrecher, wenn ich dem wieder Geltung verschaffte, was ich vorher für ungültig erklärt habe. Denn das Gesetz hat mich dazu gebracht, für das Gesetz gestorben zu sein, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Diese Gnade Gottes werde ich doch nicht zurückweisen. Denn wenn wir vor Gott bestehen könnten, indem wir das Gesetz befolgen, dann wäre Christus umsonst gestorben. Viele Christen machen heute diesen Fehler, diesen Denkfehler, indem sie sagen, das Gesetz ist aufgehoben, es gelten die 10 Gebote nicht mehr, aber wenn sie nicht mehr gelten, dann sind wir auch nicht mehr schuldig, und wenn wir nicht schuldig sind, wäre Christus für uns umsonst gestorben. Diese Abschnitte im Galaterbrief sind sehr, sehr interessant und sehr, sehr wichtig, gerade für die heutige Zeit. Und Paulus schreibt dann noch weiter im dritten Kapitel, ihr törichten Galater, wer hat euch verzaubert? Euch wurde Jesus Christus doch als gekreuzigt vor Augen gemalt. Nur das eine will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist empfangen, weil ihr das Gesetz befolgt oder weil ihr die Botschaft vom Glauben gehört habt? Begreift ihr das nicht? Wollt ihr wirklich in eigener Kraft zu Ende bringen, was ihr im Geist angefangen habt? Habt ihr so große Dinge vergeblich erfahren, falls es denn wirklich vergeblich war?
Gab Gott euch denn einen Geist und wirkt er Wunder unter euch, weil ihr das Gesetz befolgt oder weil ihr die Botschaft vom Glauben gehört habt? Hier geht es um dieses Kernproblem, dass der Gehorsam aus eigener Stärke, aus eigener Kraft gar nicht möglich ist und umsonst ist, weil Gott uns die Gnade angeboten hat, in Christus zu leben. Paulus schließt hier wie auch im Römerbrief die Errettung durch das Halten der Gesetze aus. Im Übrigen meint er hier alle Gesetze. Es ist nicht möglich, durch Gehorsam gegenüber allen Gesetzen vor Gott zu bestehen. Das heißt aber nicht, dass die Gebote nicht mehr gelten. Der Mensch muss verändert werden, um dann als neu ausgerichteter Mensch, auch neugeboren genannt, ein Leben mit Christus zu führen. Das schließt automatisch den Gehorsam gegenüber den Geboten ein, denn es heißt ja in Johannes 14,23, wenn jemand mich liebt, so wird er meine Worte befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Interessant bei diesem Text ist, dass die Liebe zu Christus an erster Stelle steht. Und wenn das nicht an erster Stelle steht in dieser Entwicklung, dann wird diese Entwicklung auch nicht stattfinden. Der Gehorsam nach meiner Veränderung ist dann nicht mehr meine eigene Leistung, sondern er kommt durch die Kraft Christi im Heiligen Geist. Paulus drückt das so aus. Und jetzt der Liedtext. Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Galater 2, Vers 20. Wenn du diesen Tausch erlebt hast, dann halte daran fest im Glauben und glaube nicht, dass du der Erlösung eigene Leistungen dazufügen musst. Wenn du diesen Tausch noch nicht erlebt hast, dann studiere die Bibel zu diesem Thema. Es wird dir Befreiung bringen. In jedem Fall wünsche ich Gottes Segen. Auf Wiederhören, bis zur nächsten Folge von Max 15. Und nun zum Lied. Christus gekreuzigt. Nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an Gottes Sohn, gegeben hat. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an Gottes Sohn, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Christus gekreuzigt.
aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an Gottes Sohn.